warum bin ich Organist oder Kirchenmusiker? Weil ich gemerkt habe, ich kann den Menschen was geben. Ich kann die Menschen durch die Musik öffnen, bereit machen für eine bessere Teilnahme an der Liturgie, am Gottesdienst. Auch sind Konzerte eigentlich nicht so wichtig im Kirchenmusiker-Dasein, sondern der Gottesdienst steht im Zentrum. Und es ist ja schon eine besondere Aufgabe, zu leiten, den Gesang zu leiten, zu begleiten und aber auch den Text der Strophe in der Begleitung mit einfließen zu lassen, damit man sich beim Mitsingen besser mitgenommen fühlt, besser teilhaben kann an der Liturgie. Also es ist ein so vielfältiger Beruf, der eigentlich bei mir nebenberuflich zur Berufung geworden ist. Und da bin ich auch dankbar dafür, denn so hat man nicht die Gefahr, beruflich abzustumpfen. Die Musik, die ich mache, sehe ich als Ausdruck meines Glaubens, als zentralen Ausdruck. Eben auch einerseits als Dienst für die anderen Menschen in der Gemeinde. Auch vielleicht für Leute, die mit der Kirche gebrochen haben. Und aber auch als klingende Straße, worauf unsere Bittgebete, unsere Herzensgedanken in den Himmel steigen können. Inspiration beim Improvisieren einerseits liegt natürlich immer dem Thema zugrunde. Also meistens ist es ja ein Kirchenlied als Thema. Jedes Lied hat eine Grundaussage und versuche ich, das auch immer wieder einfließen zu lassen in der Charakteristik. Quasi ein Orchester vor sich, was man mittels Händen, beiden Händen und beider Füße bedienen kann. In meinem Fall war es besonders schwierig wegen dem Handicap, wegen der Unbeweglichkeit der Füße. Ich denke mir aber, ich habe es mir so sehr gewünscht, der Herzenswunsch war so groß, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie wäre es denn, wenn es doch irgendwie kompensierbar und ermöglichbar wäre. Ich fand das immer ganz faszinierend, wenn andere Organisten mit den Füßen da auf der Pedaltastatur rumgewirbelt sind. Und nach meiner dritten Operation 1990 war das Pedalspiel auf der neuen Orgel in Neukieferloh dann eigentlich ein Teil meiner eigenen Übungen begleitend nach Abschluss der letzten Reha-Phase. Das war eine sehr, sehr harte Arbeit für mich. Und infolge dieser Arbeit kam dann mein erster Orgellehrer auf mich und der hat mir dann extra Pedalübungen geschrieben, aus seinem professionellen Hintergrund heraus, hat die auf meine Möglichkeiten abgestimmt. Das war ein echtes Glück für mich. Da bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar. Und das hat sich dann innerhalb des Unterrichts immer weiterentwickelt. Man wächst mit seinen Aufgaben.
Wir sind jetzt hier am Probearbeitsplatz im heimischen Wohnzimmer bei mir angekommen, am Spieltisch, der früher in einer Kirche stand, dann mit MIDI-Technik ausgestattet wurde. Und so ist es möglich, über eine Tonerzeugung mit einem Orgelsampler namens Hauptwerk einfach Orgelmodelle klanglicherseits zum Klingen zu bringen, die Ton für Ton, Pfeife für Pfeife in dem Kirchenraum, in dem diese Orgeln stehen, zum Klingen kommen. Das, was man hier im Hintergrund sieht, ist ein noch nicht öffentlich erhältliches Orgelmodell der Pfarrkirche in Waldkirchen. Und diese Orgel wurde aufgenommen, um die Orgelpflege des Originalinstrumentes in der Pfarrei mit dem Kauf dieses Modells in Softwareform zu unterstützen. Das kommt meiner Auffassung als ausgebildeter Orgelsachverständiger sehr entgegen, denn die Konzerttätigkeit, die ich betreibe, basiert auf dem Gedanken, die Leute wieder mehr zur Orgel zu bringen. In meinen Konzerten erklingt nicht nur Orgelliteratur, sondern auch Orgelimprovisation, sowohl in verschiedenen Stilen als auch freie Improvisation. Und selbst wenn kein Themenschwerpunkt in einem Konzert vorhanden ist, so ist dann doch ein geistliches Lied, was einer Improvisation zugrunde liegt, wie ein Grundtenor der ganzen Improvisationsaussage. Der Klang verselbstständigt sich in jedem von uns, in der subjektiven Aufnahmefähigkeit, in der subjektiven Art des Hörens und bewegt bei jedem Menschen etwas anderes. Die Leute damit zu erreichen und zu sensibilisieren, vom Stress der Welt wegzuholen und zur Ruhe kommen zu lassen, einfach den inneren Blick wieder auf das Schöne in der Musik zu lenken, auch auf das Experimentelle, Interessante zu lenken, einfach die Kreativität wieder zum Vorschein kommen zu lassen, das könnte ein wirklich großer Wunsch sein, den man so wirklich formulieren könnte, den ich für meine Zuhörerschaft und für jedes Publikum in einem Orgelkonzert, bei dem eine Improvisation erklingt, aussprechen kann.